Ich war jahrelang auf der Suche nach einem Wort, das ich nirgends finden konnte. Die besten Linguisten der Neuzeit wussten nichts damit anzufangen. Wie ich es auch auszusprechen gewohnt war, wie man es schreibt, war mir auch nicht wirklich bekannt. Ich dachte immer vom Klang her Quechua oder Quechua. Dann traf ich auf sie, die beste Beratung. Hihi. Ich lief ihr auf der Suche nach weiteren Personen über den Weg, die sich mit Veden befassen, beziehungsweise mit den alten Geschichten. Sie wusste sofort, was ich meine, und erzählte mir eine Geschichte dazu. Sie sagte mir, dass es einst eine Zeit gab, in der Menschen kaum Nahrung hatten, kaum überleben konnten, was dazu führte, dass ihnen die Haare und die Zähne ausgingen. Also hatten sie Skorbut. Versuch mal ohne Zähne eine deutliche Aussprache mit Wörtern hinzubekommen. Da kann ja nur sowas bei rauskommen wie Quechua oder Quechua. Richtig, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber richtig geschrieben wäre es Chesatza, Schuppen. Fische und Reptilien haben es auf Russisch Chemia geschrieben. Weiß ich aber auch nicht, ob man das dann so ausspricht. Das müsste ich dann nochmal Rücksprache halten. Vielleicht bekomme ich ja auch von der besten Beratung eine Videoantwort. Es gibt einen Stamm, nun zu der Geschichte von meinen Vormüttern, die überlieferte Geschichte, die ich erzählt bekommen habe. Es gibt einen Stamm Menschen mit dem Namen Chesat, die den Namen Chesatza tragen. Sie sind schneller, schlauer, gerissener als alles, was wir kennen. Kein Krieger hatte es je geschafft, einen Kampf gegen diesen Stamm Menschen zu gewinnen. Sie leben zurückgezogen in Höhlen, bleiben unter ihresgleichen. Sie behaupten sogar, dass die anderen Menschen stinken wie Würmer. Sie behaupten, dass diese anderen Menschen mit der glatten Haut erst nach ihnen geschaffen wurden. Sie behaupten, dass die an der Oberfläche keine Ahnung haben, wer sie sind und woher sie kommen. Und sie nennen uns Droids. Also sind die Schuppenwesen keine Außerirdischen, wie das viele Trekkies oder außerirdischen Freaks behaupten, sondern einfach eine andere Rasse Mensch.